Das neue Vorzeigesmartphone von Samsung heißt Galaxy S8 und sieht so aus. Es soll nun das bieten, was sich vor etwa einem halben Jahr mit dem Galaxy Note 7 in brennenden Akkus aufgelöst hat und in einer doppelten Rückrufaktion endete. Das Galaxy S8 ist also das neue Topmodell der Oberklasse, das Ende April auf den Markt kommen wird. Die Preise liegen bei rund 800 Euro für das Galaxy S8 und rund 900 Euro für das S8 Plus. Besonders beeindruckend das sogenannte Infinity Display. Denn der Bildschirm ist gegenüber dem Vorgängermodell S7 deutlich gewachsen. Von 5,1 auf 5,8 Zoll in der Diagonale. Hightech-Analyst Patrick Moorhead am Mittwoch in New York. This is a big one. Das ist eine große Nummer. Samsung muss sich beweisen und ich glaube, sie haben es geschafft. Noch habe ich das Gerät nicht ausdauernd getestet, aber was ich bisher gesehen habe, ist sehr positiv. In New York fand am Mittwochabend auch die offizielle Präsentation des Geräts statt. Weitere Merkmale sind unter anderem die vorhandene Kopfhörerbuchse sowie der digitale Sprachassistent Bixby. Und mit einer Dockingstation kann das Telefon als PC-Ersatz an einem Monitor genutzt werden. Zum Entsperren des Smartphones kann man wahlweise einen Iris-Scanner, Gesichtserkennung oder den Fingerabdruck nutzen. Der südkoreanische Konzern will mit seinem neuen Spitzensmartphone vor allem aber auch wieder sein Image verbessern und eine echte Konkurrenz für die Apple iPhones der 7er-Serie sein.